Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir haben heute wieder ein vorgestellt, Shapes.io, und zwar Vorschau Nummer 4. Wir gucken da mal rein, dass wir den Stern diesmal mitnehmen. Der Mordrak hatte das schon geschrieben. Sorry dafür, dass ich das wieder mal verpasst habe mitzunehmen. Ja, und dann würde ich sagen, mein Name ist Asreiter und wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. So, liefere solche Sterne und jetzt gleich als erstes auf den Stern da oben und wir sehen, aha, Fließbänder, Verteiler, Tunnel, da müssen wir auch noch sowas hier bauen, 83 von den Dingern und okay, ist das ja gar nicht mal so leicht, sehe ich gerade. Hier sind noch so blaue, okay, also wir haben da schon mal welche geschafft von den Dingern, aber da sind nur 73 von 85 da unterwegs. Gut, das bedeutet, die sind ja auch ohne Einfärben sozusagen da machbar, ne? Das heißt, diese hier müssten wir da rüberbringen, ohne dass sie ja, ne, so eine Farbe kriegen. Aber das alles Entscheidende an der ganzen Geschichte ist, dass wir mal hier Rotate, so, hier eine ganz lange Bahn reinmachen, wo wir immer wieder Anschlüsse dran machen. Ne? Das wird wichtig sein. Okay, da kommt das Blau weg. Wir brauchen aber noch diese andere Farbe. Hier unten gibt es auch noch diese Teile. Okay, ich mach mal das ein bisschen länger. Ah, super, das hat gut geklappt, ne? Ein gegenläufiges. Band brauchen wir jetzt nicht, ne? So, das haben wir schon mal. So, das kommt jetzt von hier. Warum macht er jetzt das? Ist doch doof, oder? Oh, wir haben da oben wohl einen tatsächlich jetzt geschafft, oder wie sehe ich das? Stufe 1 Mischerfärben. Der ist schon durch. Upgrade. Okay, da gibt es dann die nächste Stufe. Alles klar. Und die sehen aber alle kompliziert aus, ne? Hm, okay. Gut, wir machen das mal hier. Drehen den. Und schließen den da an. So. Das bedeutet, wir drehen den hier mal um. Okay. So passt's. Und da war Wissen, dass die da sowieso gebraucht. Okay, das war falsch. Knapp daneben ist auch verkehrt, ne? Und der kommt jetzt dahin. So, die brauchen wir ja da. Die sollen da ja rein. So, jetzt müssen wir unterwegs nur noch welche wegnehmen. Hier. Nehmen wir hier welche weg. So, wo ist denn unsere Farbe erstmal? Das ist die nächste Sache, ne? Da oben kommen die blauen weg. Kann ich rauszoomen, ne? Ich habe hier gar nicht die Farbe, oder wie sehe ich das? Ach, das wird eine Mischfarbe sein aus Blau. Und aus Rot. Okay. Rot haben wir hier. Blau kommt da an. Das bedeutet, wir müssen hier so einen Teiler reinmachen. So. Und die zweite Bahn geht mal da weg. Geht hier weg, ja. Dann kommt hier der Mischer hin. Glaube so, ne? Machen wir den mal dahin. Weg nicht, das war falsch. Ach so, ich war gerade im Überlegen, wie stelle ich die Farbe ein, aber ich brauche die Farbe da nicht für einstellen. So passt's. So, da müssen wir jetzt irgendwo so eine Färbemaschine noch hinmachen. Ich nehme aber hier welche vom Band runter, glaube ich.
Ja, passt. Und dann ist das ein Tunnel, ja. Male ich die da an. Ist klar, dass die Farbe jetzt von der falschen Seite kommt, ne? Ah. Die Farbe muss von da rein. Toll, oder? Okay, dann wird das so nix. Dann drehen wir das Ding mal hier um. Ja. Die Farbe kommt von da oben. Das würde so gehen. Kriege ich einen Tunnel da vorher? Sieht so aus. Passt. So, jetzt müssen wir die noch umdrehen, na da fahren lassen. So, jetzt fahren die da rein und werden da gefärbt. Derzeit in keiner Farbe, weil zweite Farbe fehlt. Ja, das müsste gehen. Geht so auch. Geht so auch. Geht so auch. Und jetzt sollten die passenden da ankommen. Das geht so auch. Und das müsste so gehen. Ich hoffe, jetzt kommen die passenden da raus. Ja, sieht gut aus. So, das heißt, in der Box müssen jetzt die richtigen reinlaufen. Tun sie auch. Das ist schon mal sehr gut. Was haben wir hier? Hier sollen auch noch ein paar graue rein. Das haben wir auch schon geschafft. Aber da geht's Stufe 2, müssen jetzt noch so halbe daherkommen. Okay, jetzt sehe ich gerade, wie komplex es wird. Wir brauchen also hier wieder so einen Abnehmer. Der nimmt da ab. Geht da weiter und schnippelt da ab. Okay, das bedeutet, läuft erst so. Passt. Schnippelt da ab. Welche braucht man da? Unten. Das bedeutet, wir gehen hier die Kurve lang, gehen hier aber erst noch geradeaus, machen dann da die Kurve. So, und dann müssen wir da den Returner hier machen. Achso, irgendwie konnte ich den umstellen, ne? Zum Richtungswechsel muss ich T drücken. Jetzt ist er richtig, ne? Und jetzt brauche ich da oben noch einen und der muss aber nur so sein, glaube ich, oder? Nee. Richtungswechsel T drücken. Ah, man sieht es ja auch, ne? So, jetzt kommen die beiden da raus. Was brauchte ich? Nur die halben? Ja. Halbe unten. T muss ich nicht drücken, sondern so nur. Und dann muss ich den da haben, der dann nach oben geht. Aber wir können den ja auch gleich schon nach oben machen, ne? So, und da muss wieder so einer rein. Und dann gehen die halben da auch rein. Und dann kommen wir da auch mit weiter. 36 von denen. Und jetzt hier sammeln wir auch schon welche rein. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Ja, weiter geht's. Der und der ist gut. Jetzt kommen hier noch Vierecke, da brauchen wir noch 80 Stück. Vierecke haben wir schon wahrscheinlich wieder weggeschmissen. Die sind hier. Werden da zerschnitten. Wir könnten, achso, die gehen da drunter her, alles klar. Vierecke ohne Farbe. Die Farbe wird schon da gemacht. Naja, da müssen wir halt nach hinten mal rausgehen, würde ich sagen. Einfache Vierecke. Und der dahin. Und läuft. Dann haben wir das. Die Vierecke haben wir auch. Jetzt kommen diese komischen Sterne, Schneider, Rotierer und Stapler. Hier müssen wir reichlich machen. Die kommen aber an. Okay, ich weiß nicht, wie die Dinger hier gehen. Da müssen wir mal gucken, dass wir uns darum bemühen, das festzustellen. Ja. Ich sehe jetzt nicht, wie ich die bauen kann. Ich kann schneiden, ich kann rotieren, ich kann Farbe mischen, ich kann anmalen. Ja, das bedeutet doch wahrscheinlich, dass ich da irgendwo erst ein Upgrade machen muss, dass das klappt, ne? Ich glaube, diesen und den, den kann ich noch nicht machen. Ich muss erstmal die anderen schaffen. Kann das sein? Ich gehe mal von aus. Modrak, der weiß das bestimmt. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Die blauen laufen schon mal gut da rein. Ja. Die Kreise kommen daher. Achso, da waren auch noch Kreise. Okay, dann brauchen wir uns da nicht bemühen. Ich glaube, dieses hier Konstrukt, das haben wir schon ganz gut hingekriegt, ne? Ein Band, wo alles dran läuft. Und das müssen wir jetzt wahrscheinlich hier so mit den Vierecken auch noch machen und so, ne? Sind denn da noch? Andere Farben sind jetzt gerade nicht gefragt. Upgrade. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Hier steht überall Geschwindigkeit. Also das hier noch. Rotiert, geliefert, gelagert. Okay. Jo. Die halben da zum Beispiel, die haben wir noch gar nicht, ne? Brauchst du Hinweise? Ja. Color Mixer, aber ich glaube, hier zeigt er mir gerade auch nicht mehr. Kompakter Kombinierer. Wahrscheinlich ist das das, was ich dann brauche, ne? So, das bedeutet, hier ist ja ein bisschen mau, ne? Das würde ich mal sagen, müssen wir erhöhen, indem wir hier die Schlachtzahl erhöhen. So ein Teil da noch hinbauen. So, dann haben wir doppelte Kapazität, die da schon mal reinläuft. Weiß nicht, ob das dann reicht, das müssen wir mal gucken. Ja, aber hier ist ja schon eine Schlange bis dahin und die Schlange ist bis dahin. Ich glaube, jetzt haben wir die Schlachtzahl auf jeden Fall erhöht, oder? Und wir hoffen, dass das so reicht. Wie sieht es hier aus? 61 von 500. Ah, die sind gleich durch hier. Dann können wir da was machen. 99 und jetzt. 300. Upgraden. Jetzt wollen die ein Viertel haben. Das heißt, ich muss nochmal was durchschneiden. Diesen hier muss ich nochmal durchschneiden. Ein Viertel in Grau. Das heißt, ich nehme hier welche vom Band. Macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Und schnippel die durch. Ja.
Nehmen die vom Band. Und den auch. Drehe das Ganze. Ah, jetzt wird's ernst. Den drehe ich rechts rum. Warte mal, wo musste das hin? Das obere rechte Viertel brauchen wir. Das obere rechte Viertel, das bedeutet, der muss nach links gedreht werden. Ja. Und der muss nach rechts gedreht werden. Ja. Dann brauchen wir nochmal den hier. Die können auf ein Band kommen, weil die sind ja gleich. Und dann werden die nochmal geschnitten. So. Ja, kommt der rechte ist schon fertig, der linke muss nochmal gedreht werden. Und zwar nach rechts. Dann kommen die beiden wieder zusammen auf ein Band. Ah, ich sehe schon, da läuft was falsch dann. Aber ist nicht schlimm, kriegen wir auch noch hin. So, die gehen da lang, der kommt da raus. Und da oben gibt es dann halbe. Ja, ich glaube, wir machen mal hier einen Tunnel. Und fahren da so rum. Fahren da lang? Nee. Oh. So. Und machen hier wieder einen zusammen. So, das passt. Und wo wollten wir lang? Hier lang. Naja. Das bedeutet, hier muss auch noch ein Tunnel hin. Und da geht er wieder raus. Und geht da lang. Und jetzt müssten die Viertel da reinlaufen, ne? So wie gewünscht. Kommen hier durch. Und fließen da durch. Dann haben wir den auch. Die laufen weiter. Achso, für Stufe 2 muss man beides haben. Gut, dann würde ich sagen, sind wir gar nicht mehr so schlecht unterwegs. Wie viel haben wir hier? 176. Ja, können wir noch was machen, ist die Frage. Wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Die kann ich, glaube nicht. Die laufen schon. Das heißt, hier sind wir durch. Das Spiel wurde gespeichert, sehr gut. Ja, ich denke mal, wir machen hier einen Cut sozusagen. Und ja, dann schauen wir uns in der nächsten Vorschau den weiteren Verlauf an. Vielleicht lasse ich auch das einfach noch ein bisschen weiterlaufen hier. Weil wir ja hier, sag schon, noch weiter warten müssen, bis da was abgeht. Oder auch hier was abgeht. Da sind ja jetzt gerade nicht die neuesten Zahlen, die da gerade mal eben erreicht sind. Aber das kriegen wir hin. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Danke Mordrak nochmal für die Tipps. Jetzt können wir da richtig was upgraden und so. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ist eine Vorschau.